Willkommen zurück zur heißesten Liga Österreichs und wir machen gleich weiter mit unserem nächsten Spiel. Tabellenschluss durch die Reds empfängt daheim Stegersbach. Die Statistik spricht eindeutig für die Redser. 3 Spiele, 3 Siege für die Mainviertler. Und wir starten rein in die Partie Reds gegen Stegersbach in der 9. Minute. Hier kommt Adamets zum Ball, aber er erwischt ihn nicht gut und da ist er auch schon wieder weg. 24. Minute. Kempaski am Ball, flankt. Adamets an die Stange. Und dann kommt Pacinta mit einem Nachschuss. Aber der wird leider gleich geblockt. Aber das war relativ gefährlich, wie wir hier sehen. Daum flankt hier. Spirk! Und er geht rein mit der Innenstange. Ist der Ball drinnen und damit 1:0 für Stegersbach in der 26. Minute. Schauen wir uns das nochmal an, hier kommt der Kopfball. Ja, da hat der Goalie keine Chance, den sieht er gar nicht kommen. 1:0 also für Stegersbach. Eine Minute später, diese Aktion hier. Weiter Ausschuss, geht aber an einen Retzer. Oh, wieder weg. Zurück und hier weiter Pass von Dilinek. Adamets, alleine, er geht. Und er ist drinnen, wunderschön platziert er den Ball ins lange Eck und damit gleicht er aus. Eine Minute nach dem Führungstreffer von Stegersbach kann also Adamets für Reds ausgleichen und damit steht es 1:1. Dann letzte Minute vor der Halbzeit hier noch diese Szene, Schuch daneben, aber Siegel schießt nur ins Außennetz. Zweite Halbzeit, 59. Minute, Goga mit einer Flanke. Spirk kommt zum Ball, aber der wird geblockt von Weber. Da wäre wahrscheinlich der Tormann aber ohnehin richtig gestanden. Dann hier Corner, Ledinek, Adamets, aber der wird da behindert, versucht noch hier einen Foul zu reklamieren. Auf jeden Fall, der Ball ist drüber und Foul gibt's keins. Dann hier 69. Minute. Weber. Flanke. Grabler mit dem Kopf. Aber knapp daneben. Ja, Reds drängt auf die Führung, drängt auf den Sieg. Aber Stegersbach hat auch nicht aufgegeben. 78. Minute hier. Bobby Kanetz geht allein. Schießt und gut gehalten von Schuch. Das war ein gefährlicher Schuss. Ja, der ist aber genau richtig gestanden und kann den Ball noch drüber bringen. Dann 83. Minute hier. Spirk kommt zum Ball. Und damit ist er drinnen. Breuer versucht dann noch zu retten. Aber in der 83. Minute, 7 Minuten vor Schluss, bringt Stegersbach den Ball rein. Und damit steht es 2:1. Das auch der Endstand. Und somit besiegen die Stegersbacher auswärts die Retzer. Jetzt haben wir 3 Offensivspieler gefehlt. Du dafür in die Bresche gesprungen mit 2 Toren. Nein, so würde ich das nicht sehen. Es, ja, heute war es einmal ich, nächstes Mal Sandra. Das ist gut, wenn wir alle treffen. Muss nicht immer der gleiche treffen. Wir haben es über die, glaube, 3/4 der Spielzeit, glaube ich, waren wir die bessere Mannschaft. Haben klare Torchancen rausgespielt, haben es nicht gemacht und haben sich halt nach hinten verhalten wie eine Jugendmannschaft. Also vor dem Spiel hat vielleicht noch die Statistik für Reds gesprochen, aber im Spiel und nachher dann die Leistung der Mannschaft nicht mehr wirklich. Wir haben schon letzte Woche gesagt, zu Reds braucht man nicht mehr viel sagen. Hat sich die Woche was geändert? Müssen wir zu Reds noch viel sagen oder können wir die schon abhacken? Ja, dieses Ergebnis jetzt in dieser entscheidenden Phase der Meisterschaft ist natürlich absolut kontraproduktiv. Und ich glaube, Reds wird auf alle Fälle jetzt einmal eine Mannschaft von da hinten sein, aus dem Tabellenkeller, die da schwer wird wegkommen. Also Reds müsste die nächsten Wochen absolut von den Ergebnissen her Positives etwas bringen, aber das traue ich ihnen jetzt in der Situation nicht mehr zu. Und Reds, glaube ich, wird einer von den Absteigern in dieser Saison sein. Ja. Das Positivste für Reds, vielleicht ein schlechter Wortwitz, Reds hat resigniert.